Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Im letzten Part haben wir Tiny sauber geholt. Und ich würde spontan sagen, wenn die Tür sich öffnen würde, können wir uns ein bisschen Forschung holen, mit ihr mal sprechen und ja, die Kohlezentrige weiterlesen. Denn wir haben immer ein schweres Pistolen-Upgrade. Immer schön. Und sogar die schwere. Ne, ja, Sturmgewehr. Sturmgewehr-Upgrade ist mir egal. Bringt mir nicht so viel. Ja, ich habe eine neue Fähigkeit freigeschaltet, nämlich die Durchschlagung. Die können wir uns, glaube ich, auch hier holen. Genau. Gruppenbonus, plus 20% Sturmgewehrschaden geben Panzerung. Klingt sehr sinnvoll, ist es auch. Leider haben, können wir von keinen Nutzen tragen. Aber immerhin ein paar Teammitglieder. Da haben wir nix. Da bestimmt auch nix. Ne, ist ein Krankenschutz-Update. Und hier haben wir auch nichts Besonderes. Alles klar. Also haben wir erstmal alles gemacht. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Danke. Mit Kay muss ich übrigens auch noch reden, wegen gewissen Dingen. Sie sind zu klein. Ich bin 1,3... Nee, 1,74 bin ich. Egal. Von Morlin. Morlin? Es tut mir leid, aber ich verlasse... Was? Aber ich verlasse dich für... Was? Aber ich verlasse dich für einen Kroganer, weil du für deine Spezies besonders großzügig ausgestattet bist. Hä? Hatten Sie Angst vor diesem Satz? Mornins berühmter Online-Shop verkauft zahlreiche Lösungen dieses Problems. Ohne Einschränkung der Handelsgesetze ist Citadel, ob was? Hormonpräparate, kybernetische Vergrößerung oder geobiotische Xeno-Umgestaltungen. Mornin hat ein großes Angebot. Wonne spendende Produkte. What the fuck? Alle Spezies und Geschlechter bestellen online bei Mornins berühmter Extranet-Site. Direkt über den Hololink dieser Nachricht. Die Produktverfügung abhängig von örtlichen Handelsgesetzen. Produkte mit Element Zero haben höhere Versandskosten. Keine Lieferung nach Omega. Kroganische Fortpflanzungsorgane nicht erhältlich. Weitere Einschränkungen möglich. What the fuck? So eine Art Amazon oder was? Okay. Vom Admiralitätsrat der Migrantenflotte. Oh. Commander Shepard. Talisoa war es nebenbei gesucht zur Versetzung unter ihr Kommando, das zusammen mit ihren Daten von Haystorm bei uns... Was bei uns einig wurde von Admiralitätsrat genehmigt. Sie wurde darüber informiert, dass hin und wieder zusätzliche Pflichten für die Migrantenflotte anfallen können. Aber sie wurde freigestellt und kann selbst entscheiden, wann ihre Mission bei Ihnen als abgeschlossen zu betrachten ist. Es ist allein Ihre Entscheidung, obgleich Ihre Rolle als Quasi-Captain während der IRP-Reise Sie mit Sicherheit empfänglicher für Ersuchen von Ihrer Seite gemacht hat. Der Admiralitätsrat vertraut darauf, dass Sie Ihr neues Crewmitglied mit Respekt behandeln, der einem verdienten Mitglied zur Flotte zusteht. Sollte ja aufgrund von Versäumnissen Ihrerseits etwas zustoßen, wird der Rat umgehend strenge Maßnahmen einleiten. Admiral Zoa. Ihr Vater. Auch sehr interessant. Ich hatte ein ganz wunderbares Gespräch mit Ihrer Freundin Tali. Sie ist ganz anders, als ich es nach dem Psychoreport erwartet hatte. Ich mag sie. Ist ja... Sie sind nicht befreundet. Alter, ist das heftig. Tali ist eine gute Freundin. Wir haben gemeinsam viel durchgemacht. Sie ist so elegant und wunderbar. Schade bloß, dass ihr ganzes Verhalten so... kalt ist. Das ist ziemlich gut übersetzt worden. Warum machen Sie sie traurig? Ihre Umweltanzüge sind wunderschön, aber wegen Ihres Immunsystems sind Sie darin gefangen. Ich frage mich, wie Sie wohl unter Ihren Helmen aussehen oder wie sich Ihre Haut anfühlt. Tja, das hat man sich lange, lange, lange gefragt. Gab nur ein Problem, BioWare hat es nie gezeigt. Das wäre alles. Ich bin hier, wenn Sie etwas brauchen. Lediglich in ein Bild am Ende von Mass Effect 3 und das Bild war mega enttäuschend, aber naja. Das war alles. Ach nee, wir reden jetzt mit Talien, da machen wir ein bisschen Codex. Die ist nämlich in den... Nee, Quatsch, nicht in Mannschaftsquartieren, die ist in Maschinendeck. In den Mannschaftsquartieren, ja genau, ey, was will die denn da? Mass Effect 3 ist ja vielleicht, weil ja die Crewmitglieder ein bisschen dynamischer wurden. Also nicht wie Mass Effect 2 stur wie hier auf Posten, sondern auch mal im Casino, auf Klo, ne? Shepard! Was kann ich für Sie tun? Gibt es irgendwelche Probleme mit der neuen Normandy? Bitte, Shepard. Ich bin eine Quarianerin. Sie geben mir einen Haufen Schrott, eine Platine und ein bisschen Element Zero und dieses Schiff macht Präzisionssprünge. Ich hatte Sorgen wegen der Zusammenarbeit mit den Technikern von Cerberus, aber die wissen, was sie tun und waren bisher sehr höflich. Wie läuft die Normandy?
Man kann über Cerberus sagen, was man will, aber vom Schiffsbau haben sie Ahnung. Die Normandie läuft besser als je zuvor. Ich weiß allerdings nicht, ob sie einem Angriff der Kollektoren standhält. Ich arbeite an einigen Ideen, die uns vielleicht helfen. Haben Sie Zeit für ein Gespräch? Wir hatten wirklich keine Zeit für ein Gespräch, während wir die Geth auf Haystrom erledigt haben, nicht wahr? Ich kann nicht glauben, dass so viele gestorben sind. Nochmal danke, dass Sie Riga da lebendig rausgeholt haben. Und das alles für Daten, wie man Sterne in die Luft jagt. Ich hoffe, der Admiralitätsrat kann damit was anfangen. Erzählen Sie mir etwas über den Admiralitätsrat der Flotte. Er ist eines der beiden großen politischen Gremien bei meinem Volk. Die Admirale treffen alle Entscheidungen, die mit der Verteidigung zu tun haben oder sofortiges Agieren erfordern. Außerdem kümmern sie sich um Kapitalverbrechen, wie etwa Verrat. Die andere politische Macht ist das Konzil, bestehend aus Repräsentanten jedes Schiffes. Sie verabschieden die meisten Gesetze und fällen Entscheidungen, die die Flotte betreffen. Ich glaube, das hat man schon mal gelesen, so in Quarianern, aber jetzt stellt man sich mal vor, dass es eine Flotte besteht aus 50.000 Schiffen. Boah, das dauert lange. Was Neues über die Daten, die Sie übermittelt haben? Da werde ich wohl eine Weile nichts hören. Und auf einem ungesicherten Kanal schon gar nicht. Haben Sie was von Karl Rieger gehört? Hat er seine Verletzungen überstanden? Er hat mir eine Nachricht geschickt. Es sieht so aus, als würde er sich vollständig erholen. Jeder Riss im Anzug ist ein reines Glücksspiel. Riga ist mit einer relativ harmlosen Infektion davongekommen. Das haben wir auch schon gelesen mit den Quarianern und ihren, Beschädigungen, Umweltanzügen, wie beschissen das sein kann. Haben Sie Probleme damit, sich auf der Normandie wieder heimisch zu fühlen? Ich mag die Ruhe, aber ich vermisse die alten Gesichter. Presley, Techniker Adams, alle eigentlich. Es ist irgendwie komisch, dass Cerberus auf diesem Schiff das Sagen hat. Sind Sie sicher, dass es richtig ist, für Sie zu arbeiten? Ich habe auf Freedom's Progress eine gewisse Spannung registriert und später wieder, als Sie zum ersten Mal an Bord kamen. Was ist zwischen Cerberus und den Quarianern vorgefallen? Sie haben die Edena angegriffen, eins unserer Schiffe. Sie wollten wohl einen jungen Menschenbiotiker, der sich an Bord befand, töten oder unter ihre Kontrolle bringen. Ich kenne keine Einzelheiten. Ich weiß nur, dass Cerberus sich damit das Volk der Quarianer zum Feind gemacht hat. Sieht es so aus, als würden Sie hier die Fäden ziehen, Tali? Ich arbeite nicht für Sie. Sie arbeiten für mich. Dann haben Sie also die Wanzen und Überwachungsgeräte überall auf dem Schiff angeordnet? Ich weiß ja, dass Ihnen jemand im Kampf gegen die Kollektoren den Rücken stärken muss. Aber seien Sie vorsichtig, Shepard. Die ganzen Wanzen und so. Das wird noch witzig werden später. Ich erwarte, dass Sie uns irgendwann hintergehen werden. Aber wir werden darauf vorbereitet sein. Freut mich, das zu hören, Shepard. Sagen Sie Bescheid, wenn ich irgendwie helfen kann. Ich sollte jetzt zurück an die Arbeit. Danke für Ihren Besuch. Ja, Tiny ist extrem redegewandt. So, Kenneth, wussten Sie schon, dass sich auf dem Unterdeck eine verrückte Frau eingenistet hat? Was? Wenn sie was anfasst, bringe ich sie um. Ach ja, und oberhalb der Gürtellinie trägt sie nichts außer Tätowierungen. Oh, ich wollte natürlich sagen, ich muss mal zu ihr runtergehen und sie an Bord willkommen heißen. Und sie ist eine Killerin. Ihre biotischen Kräfte können sie mit einem Augenzwinkern zerquetschen. Sie hasst alle bei Cerberus. Verdammt nochmal, verarschen Sie mich nicht ständig. Wenn es wenigstens eine Verarschung wäre. Was wollte ich noch mal Tali sagen? Ach ja, ziemlich redefreudig, genau. Ich würde gerne mit Ihnen reden, Commander. Warum will Jack mit mir reden? Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Jack würde gerne in Ihrem Unterschlupf auf dem Maschinendeck mit Ihnen sprechen. Noch etwas, Commander? Das wäre alles. Ich bin hier, wenn Sie etwas brauchen. Ich dachte, da kam noch mehr. Oh, okay. So, allmählich kommen die ganzen Missionen. Gut, dann gehen wir nochmal runter, reden mit Jack und machen dann den Codex. Und die nächste Mission. Das wird fies, das erkläre ich dann aber gleich, nach dem Gespräch. Ich hoffe nämlich, dass das funktioniert. In meinem Kopf kriechen Gedanken herum wie kleine Käfer. Ich kann sie nicht abschalten. Sie wissen, dass meine Vergangenheit mit Cerberus zu tun hat. Wissen Sie auch, wie weit das zurückgeht? Ich höre mir alles an, was Sie zu sagen haben, Jack. Ihr Kumpel, der Unbekannte? Hab ihn nie gesehen. Aber Cerberus hat mich aufgezogen.
Meine erste Erinnerung ist meine Zellentür in einer Cerberus-Basis. Sie haben Experimente gemacht, mich unter Drogen gesetzt, mich gefoltert. Jede Chance, normal zu werden, haben sie mir genommen, weil sie aus mir eine Superbiotikerin machen wollten. Die Ärzte, die anderen Kinder. Sie haben mich alle gehasst. Sie haben mich leiden lassen. Was wollten die damit erreichen, dass sie ein kleines Mädchen gefoltert haben? Es ging darum, dass Schmerz mentale Barrieren einreißt und man dadurch mehr biotische Kraft freisetzen kann. Irgendwann hätte sich das Ganze sicher ausgezahlt. Aber ich hätte nichts davon gehabt. Ich steckte ja verkabelt in einer Zelle. Die haben sie gefoltert, nur um rauszufinden, ob man so einen stärkeren Biotiker machen kann? Das war alles? Ich war nicht in der Position nachzufragen, Shepard. Da war nur ein weinendes kleines Mädchen in einer Zelle, das darum bettelt, dass der Schmerz aufhört. Wie sind sie da rausgekommen? Es gab irgendeinen Notfall und ich hab's einfach versucht. Die anderen Kinder kamen aus ihren Zellen und haben mich angegriffen, genau wie die Wachen. Ich hab alles getötet, was mir im Weg stand und bin gerannt. Meine Biotik hatte sich wohl schneller entwickelt, als sie gedacht hatten. Ich hab's geschafft, mit einem Shuttle zu starten und trieb dann im All, bis ein Frachter mich aufgesammelt hat. Die Crew hat mich erst missbraucht und dann verkauft. So endet die erbauliche Geschichte meiner Flucht. Es gab andere Kinder in der Basis? Ich wusste nicht viel über sie. Ich war woanders untergebracht. Sie haben mich gehasst, wie alle anderen dort. Als ich ausgebrochen bin, musste ich mich durch alle durchkämpfen. Ich hab's ihnen gezeigt. Aber es gibt immer noch ein loses Ende, um das ich mich kümmern muss. Und Sie sind völlig sicher, dass die Anlage von Cerberus betrieben wurde? Ich war ein Kind, aber ich war nicht blöd. Ich kann zuhören. Es war Cerberus. Und mir ist egal, wie weit unten in der Befehlskette die Anlage war. Sie hielten sich für oberschlau. Aber wenn man jemandem zu lange im Schädel rumfuhrwerkt, wird aus einem verängstigten Kind ein ziemlich mächtiges Miststück. Verdammte Idioten. Ich rede mit dem Unbekannten. Ich hoffe für ihn, dass er ein paar Antworten hat. Er wird einfach alles abstreiten. Darum geht es mir auch gar nicht. Ich habe die Koordinaten in ihren Daten gefunden. Ich will zur Anlage Teltin auf Pragia, wo ich gefoltert und unter Drogen gesetzt wurde. Ich will zum Zentrum der Anlage, in meine Zelle. Ich will dort eine scheißgroße Bombe deponieren. Und ich will aus dem Orbit beobachten, wie sie hochgeht. Ein Angriff auf unsere Verbündeten gefährdet unsere Mission. Keine kluge Aktion. Die Akten sagen, die Anlage wäre nach meiner Flucht geschlossen worden. Sie steht seit Jahren leer. Es dürfte doch niemanden stören, wenn ich eine Müllhalde hochjage. Sie sind ihr ganzes Leben damit zurechtgekommen. Warum muss es jetzt sein? Wie gesagt, ich habe die Koordinaten in Ihren Daten gefunden. Sie können nicht erwarten, dass ich mit solchen Informationen die Hände in den Schoß lege. Ich lasse Kurs auf Pragia nehmen. Ich schulde Ihnen was, Shepard. Gut. Haben wir das auch. Jetzt kommen wir zum kleinen Problemchen dabei. Ich kann ja da ruhig mal ein bisschen spoilern. Es gibt gewisse Teammitglieder, die sich untereinander nicht so können. Um genau zu sein, gibt es nicht nur momentan nur zwei, die sich nicht so können, nämlich Jack und Miranda. Wenn wir beide Loyalitätsmissionen abgeschlossen haben, konfrontieren die sich so ein bisschen und gehen sich an die, ja, an die Zähne. Würde für ein bisschen unschön. Und da hat man halt die Möglichkeit, naja, sich zwischen einem von beiden halt zu entscheiden. Und der andere kriegt halt dann nicht die Loyalität. Oder wenn man genügend Punkte gesammelt hat, genügend Punkte hier gesammelt hat, dann kann man sie beide loyal halten. So war das Problem bis jetzt immer gewesen. Obwohl ich ziemlich gut auf Vorbild oder abtrünnig war, konnte ich mich bei denen trotzdem nicht untereinander entscheiden. Das ging einfach nicht. Ich konnte da echt nicht sagen, hey, ich will beide haben. Nee, ich muss mich zwischen allen entscheiden. Es gibt noch einen anderen Konflikt zwischen zwei Teammitgliedern, allerdings fehlt noch das zweite Teammitglied. Da hat man auch so eine Entscheidung, nur da ging es immer ganz gut. Da konnte ich mal sagen, ey, hört auf mit der Scheiße, wir müssen auf unsere Mission konzentrieren. Okay, machen wir. Das geht bei Miranda und Jack irgendwie weniger. Ich habe da ein bisschen nachgeforscht und das scheint so eine Art Bug zu sein vom Spiel. Und angeblich, soll das in einer gewissen Klasse sogar nicht sein. Keine Ahnung. Ist das klar, Sie müssen es mal genauer anschauen. Das Problem ist nämlich, wenn wir Jack nicht auf Loyalität bekommen oder Miranda nicht auf Loyalität bekommen, dann werden sie die Selbstmordmission wahrscheinlich nicht überleben und dementsprechend werden sie auch Mass Effect 3 nicht auftreten. Was scheiße wäre, weil ich will sie eigentlich beide dabei haben. Deswegen müssen wir dann mal hoffen, dass es da funktioniert. Und ja, bevor ich zu sehr rumeier, gucken wir uns erstmal den Codex weiter an. Wir haben nicht beim Planeten was Neues. Die Kolonie? Vor dem Geth-Aufstand vor 300 Jahren
kolonisierten die Quarianer Heystrom, um die eigentümliche Instabilität seiner Sonne zu untersuchen, die vorzeitig zu einem roten Giganten zu werden drohte. Als wissenschaftlicher Außenposten von minimalem militärischen Wert war Heystrom nicht in der Lage, die Geth-Streitkräfte während des Aufstands zurückzuschlagen und fiel darum rasch unter ihre Kontrolle. Planetendaten von gefangen genommenen Geth belegen, dass die Architektur von Heystrom trotz Kriegsschäden noch genauso aussieht wie vor dem Krieg. Damit stehen dort die einzigen Bauwerke quarianischen Stils in der gesamten Galaxie. Weil die Sonne von Heystrom die schützende Magnetosphäre des Planeten durchdrungen hat, müssen Menschen, die tollkühn genug sind, sich auf den von Geth kontrollierten Heystrom zu wagen, extrem vorsichtig sein. Nur wenige Minuten Strahlung überlasten bereits die Schilde und einige Stunden sind tödlich. Außerdem macht die Strahlung die Kommunikation zwischen Planetenoberfläche und Orbit nahezu unmöglich. Haben wir festgestellt. So, beim Primären haben wir nichts mehr. Kommen wir zum Sekundären. Ja, da haben wir erstmal hier nichts Neues bekommen. Das heißt, wir können hier mit den Turianern weitermachen. Eieieiei. Auf geht's. Turianerbiologie. Die turianische Heimatwelt Pelevan hat einen metallarmen Kern, der nur ein schwaches Magnetfeld erzeugt und außergewöhnlich große Mengen Solarenergie durchlässt. Daher haben die meisten Lebensformen auf Pelevan zu ihrem Schutz eine Art Exoskelett mit Metallanteilen ausgebildet. Durch ihre reflektierende Plattenhaut sind die Turianer zwar gegen langweilige, schwache Strahlung geschützt, verfügen aber nicht über eine natürliche Panzerung. Ihre dicke Haut bietet keinen besonderen Schutz gegen Projektile oder zielgerichteten Energiestrahlen. Die Atmosphäre von Pelevan basiert auf Kohlenstoff, Sauerstoff und ungewöhnlicherweise auf rechtsdrehenden Aminosäuren. Damit sind die Turianer neben den Quarianern die einzige intelligente Spezies, deren biologische Grundlage rechtsdrehende Proteine sind. Die Nahrung der Menschen Asari Salarianer, die sich in Biosphären auf der Basis linksdrehender Aminosäuren entwickelt haben, würden den Turianern im besten Fall keinen Schaden zufügen, sie aber auch nicht mit Nährstoff versorgen. Im schlimmsten Fall löst die allergische Reaktion aus, die ohne sofortige Behandlung zum Tod führen. Holy shit. Turian, der Vereinigungskrieg. Oh, bisschen Geschichte. Zu der Zeit, als die Salarianer und die Asari den Rat gründeten, befanden sich die Turianer in einem grausamen Bürgerkrieg. Dieser später als Vereinigungskrieg bekannte Konflikt begann mit Auseinandersetzungen zwischen den Kolonien, die von der turianischen Heimatwelt Pelevan am weitesten entfernt lagen. Wie es halt meistens so ist. Diese Kolonien wurden von örtlichen Stammesführern oder Generälen geführt, die sich vor der turianischen Hierarchie losgesagt hatten. Aber ohne den Einfluss der weit entfernten Regierung wurden die Kolonien zunehmend isolierter und xenophober. Die Kolonisten begannen Embleme oder Gesichtserkennungen zu tragen, um sich von den anderen Kolonien zu unterscheiden. Schon bald brachen offene Feindseligkeiten aus. Als es schließlich zum Krieg kam, weigerte sich die turianische Hierarchie, für eine der Seiten Partei zu greifen. Als nach vielen Jahren harter Kämpfe weniger als ein Dutzend Kriegsparteien übrig war, beschloss die turianische Regierung zu intervenieren. Mittlerweile waren die Generäle zu schwach, um sich zu wehren. Sie mussten ihre Feindseligkeiten einstellen und sich ihrer Hierarchie unterwerfen. Man könnte also sagen, der lachende Dritte, ja. Nach dieser Friedensregelung dauerte es noch einige Jahrzehnte, bis die gegenseitige Resettlements der Kolonisten beigelegt waren. Resettlements? Okay. Bis zum heutigen Tag tragen die meisten Turianer noch immer die Gesichtserkennung ihrer Hauptheimatkolonie. Das erklärt auch, warum das turianische Wort nacktgesichtig jemanden beschreibt, den man nicht trauen kann. Der Begriff wurde ihm häufiger für Politiker gebraucht. Mein Gott, ich bin heute wieder richtig scheiße mit Lesen. Liegt wohl daran, weil ich bis gerade noch gepennt habe. Aber gut, kommt noch nicht mehr so viel, sind noch vier. Die Kultur. Turianer sind zwar Individuen mit persönlichem Interesse, aber sie identifizieren sich sehr stark mit der Gemeinschaft und ordnen ihre persönlichen Wünsche dem Gemeinwohl unter. Bei Turianern geht das Prinzip der persönlichen Verantwortung, die von anderer Spezies oft zitierte turianische Ehre. Man muss zu seinen Entscheidungen stehen. Zu den Guten wie zu den Schlechten. Als größtes Fehlverhalten gilt, einige Handlungen durch Lügen zu vertuschen. Interessant.
Wenn zum Beispiel ein Turianer jemanden ermordet, würde er sich zwar nicht freiwillig stellen, aber in einem direkten Verhör würde er die meiste Tat gestehen. Gefällt mir so ein Ehrgefühl. Aufgrund ihrer Neigung, sich den Gemeinwohl unterzuordnen, sind Turianer eher schlechte Unternehmer. Um das zu kompensieren, kooperieren sie mit den handelstüchtigen Volos, denen sie im Tausch gegen wirtschaftliche Kompetenzschutz bieten. Der Mittelpunkt der turanischen Gesellschaft bildet das Militär. Es ist nicht nur eine Streitmacht, sondern vielmehr eine gesellschaftsübergreifende Organisation. So ist die Militärpolizei auch für zivile Belange zuständig. Turianische Feuerwehreinheiten kümmern sich sowohl um die Zivilbevölkerung als auch um militärische Einrichtungen. Die technischen Einheiten des Militärs sind verantwortlich für den Bau und die Instandhaltung von Raumhäfen, Schulen, Wiederaufbereitungsanlagen und Kraftwerken. Und die Handelsmarine stellt die Versorgung aller turianischen Welten mit den benötigten Ressourcen sicher. Militärdoktrin. Ihre Truppen sind zwar nicht so brutal wie die Kroganer, nicht so geschickt wie die Asari und nicht so anpassungsfähig wie die Menschen, aber die Streitmächte der Turianer verfügen über herausragende Disziplin. Tyrannische Offiziere und Offiziere sind Berufssoldaten mit vielen Jahren Felderfahrung. Alle Truppenmitglieder erhalten eine solide Ausbildung und beruhen sich unter bewahrten Beschussnerven. Tyrannische Einheiten brechen nicht auseinander, selbst wenn die Front fällt. Legen sie einen geordneten Rückzug noch hinterhalte. Dafür gibt es sogar Sprichwort, Turianer wenden sich erst Rücken zu, wenn sie tot sind. Wow. Okay. Turianer werden direkt nach ihrem 15. Geburtstag für ein ganzes Jahr in den Militär-Ausbildungslager kaserniert. Gewöhnliche Soldaten durchlaufen eine einjährige Ausbildung, bevor sie ins Feld geschickt werden. Offizieren kann das auch länger dauern. Die meisten Turianer leisten bis zum 30. Lebensjahr Militärdienst. Danach werden sie Reservisten. Selbst wenn Turianer verwundet werden und nicht mehr aktiv kämpfen können, bleiben sie meist in ihrer Einheit und leisten Frontunterstützung. Schönes Militärsystem. Biotiken spielen bei den Turianern keine große Rolle. Die gewöhnlichen Soldaten der Turianer haben zwar großen Respekt vor biotischen Fähigkeiten, hegen aber auch Misstrauen gegen ihre Anwender. Deshalb werden turianische Biotika Spezialteams zugewiesen, die Kabale heißen. Oh, Kabal! Come on, conquer. Die Kommando- und Kontrollstrukturen sind dezentral und flexibel angelegt. Einzelne Einheiten können Artillerie und Luftunterstützung anfordern. Auf kleinere Missionen kommen häufig Kampfdrohnen zum Einsatz, während die Truppen kombiniert operieren. Die Infanterie arbeitet häufig mit gepanzerten Einheiten und patrouillierenden Kampfschiffen zusammen. Die Kampftaktiken der Turianer sind wohlüberlegt, methodisch und vermeiden große Risiken. Turianer legen großen Wert auf Tradition. Jede Legion verfügt über einen eigenen Chronisten, der die Details aller Schlachten verzeichnet. Chronisten. Die ältesten Aufzeichnungen datieren zurück bis in die turianische Eisenzeit. Selbst wenn die ganze turianische Legion fällt, wird sie wieder aufgebaut und nicht ersetzt. Das kenne ich auch irgendwo, ja. Aus den erbauten und besiegten Spezies rekrutieren die Koreaner ihre Hilfstruppen. Sie bestehen zumeist aus leichter Infanterie oder gepanzerten Kavallerieeinheiten, die den turianischen Haupttruppen Informationen und Unterstützung liefern. Nach Ende ihrer Dienstzeit in den Hilfstruppen wird den Rekruten die turianische Staatsbürgerschaft zuerkannt. Die Regierung. Die turianische Regierung wird von einer strikt hierarchischen Elite gebildet. Um möglichen Missbrauch vorzubeugen, kontrolliert sich das System durch die vielen gesellschaftlichen Pflichten selbst, die Turianer schon als Kinder lernen. Bei den Turianern gibt es 27 verschiedene Bürgerebenen, beginnt mit den Zivilisten, Kooperationsspezies und Kinder, die erste Phase des Militärdienstes, die zweite Bürgerebene, bei der dritten Bürgerebene und den Rekrutierungslager erhalten Turianer die offizielle Staatsbürgerschaft. Angehörige und Kooperationsspezies erreichen diesen Status nach Ende der Militärlaufbahn. Von höher gestellten Bürgern wird erwartet, dass die Führungs- und Schutzaufgaben für die Gesellschaft übernehmen. Von niederer gestellten Bürgern wird Gehorsam und Treue erwartet. Die Verleignung der nächsthöheren Bürgerebene ist abhängig von der Einschätzung der vorgesetzten gleichrangig gestellten Mitbürger. Bürger können ihr ganzes Leben lang in höheren Ebenen aufsteigen, aber unter Umständen auch auf niedrige Ebenen zurückgestuft werden. Interessanterweise ist das weniger ein Makel für diejenigen, der degradiert wird, als vielmehr für den, der diesen Bürger auf eine Ebene befördert hat, für die er noch nicht bereit war. Dadurch wird er auch verhindert, dass Bürger ohne die entsprechende Qualifikation in eine für sie hohe Ebene aufsteigen. Eine Aufgabe oder einen Rang für lange Zeit zu übernehmen, ist bei den Turianern kein Zeichen für Stagnation. Stagnation. In der turianischen Gesellschaft gilt kompetente Selbsteinschätzung mehr als persönlicher Ehrgeiz. Auf der obersten Stufe der turianischen Hierarchie stehen die Primarchen, die jeweils eine Kolonie-Cluster anführen.
Die Primarchen entscheiden gemeinsam über wichtige Angelegenheiten. Bei alltäglichen Fragen kommen allerdings halten sie sich zurück und vertrauen darauf, dass die Bürger aller Ebene ihre Arbeit kompetent ausführen und sich selbst die richtigen Entscheidungen fallen. Tyrenne genießen weitreichende Freiheiten, solange man ihre Pflichten nachkommt und andere nicht davon abhält, sie ihren zu erfüllen. Unterliegen sie kaum gesetzlichen Einschränkungen, so gibt es zum Beispiel kein Gesetz gegen Konsum von Drogen. Kann allerdings jemand aufgrund seines Drogenkonsums seine Pflicht nicht nachkommen, greifen seine Vorgesetzten ein. Die Rechtsprechung agiert nach dem Prinzip der Einmischung. Die Bürger äußern Bedenken und versuchen, die Problembürger in seinem Fehlverhalten zu korrigieren. Wenn diese Rehabilitierungsversuche scheitern, verurteilen sie die tyrannischen Behörden Betreffenden zu jahrelangen Haft- und Arbeitsstrafen. Interessante Hierarchie. Und auch früh genug angesetzt, als mit auch wieder checkt, ne? Tyrannen haben zwar einen strikten Moralkodex, aber ihr Glaube an die Verantwortlichkeit des Einzelnen bedeutet, dass für sie Gut und Böse lediglich Folgen situationsbedingter individueller Entscheidungen im ethischen Spielraum zwischen Egoismus und Altruismus sind. Sie kennen also keine guten Götter, die eines gutes Verhaltens fördern, oder böse Götter, die einen Missetaten verleiten. Tyrannen glauben, dass Gruppen und Gebiete unter dem Einfluss spiritueller Kräfte stehen, die den Individuen übergeordnet sind. So verleiht diese spirituelle Kraft zum Beispiel der Militäreinheit Ehrgefühl und Durchsetzungsvermögen. Die spirituelle Kraft der Stadt wiederum ist die wirtschaftliche Kraft ihrer Industriebewohner. Oh nein! Da fällt mir gerade ein guter Spruch ein von EO4. Come inside the economy, you fools! genau hier. Die spirituelle Kraft eines alten Baumes steht für die Schönheit und Friedfertigkeit der jeweiligen Umgebung. Die spirituellen Kräfte sind weder gut noch böse. Die Tyrianer bitten sie nicht um Hilfe oder Fürsprache. Sie glauben nicht daran, dass spirituelle Kräfte die Welt beeinflussen, sondern nur, dass sie die Lebenden inspirieren. Manche Tyrianer suchen in Gebieten und Ritualen den Kontakt mit den spirituellen Kräften, um ihre Inspiration zu finden. Wenn zum Beispiel ein tyrianischer Soldat die Treue seiner Einheit beweisen muss, würde die spirituelle Kraft seine Einheit anrufen. Ich rufe mal kurz an, Moment, um von ihrer Einheit ihren Stolz inspirieren zu lassen. Ein Tyrianer, der ein Kunstwerk schaffen möchte, würde versuchen, den Kontakt mit der spirituellen Kraft der wunderschönen Umgebung aufzunehmen. Das bedeutet, dass bei den Tyrianern absolute Religionsfreiheit gibt, solange die Praktiken des Individuums niemanden davon abhält, die eigenen Pflichten wahrzunehmen. Es gibt viele Anhänger der asirischen Philosophie. Seit dem Beginn der Gespräche mit der Allianz haben sich einige Tyrianer auch zum Konfuzianismus und den Zen-Buddhismus zugewandt. Der fällt mir gerade spontan ein, bei den Menschen. Wir sind ja ziemlich weit in der Zukunft. Welche Religion hat sich da wohl am Ende durchgesetzt? Okay, damit haben wir auch die Ratsfolge komplett durch, auch wenn es mit den Tyrianern ein bisschen schwammig war. Sorry dafür, aber ich habe kein Problem, das richtig zu lesen. Ankunft, die Geheimnisse der Reaper, Projekt Overlord ist ja komplett DLC. Das werde ich erstmal nicht lesen. Über Kasumi können wir noch was reden, aber ich würde sagen, die nächsten Gespräche machen wir zu der galaktischen Regierung, Mensch und die Allianz, dass wir das durchhaben. Und dann können wir uns den ganzen Scheiß widmen. Oh Gott, Kappa-Technologie, Waffenpanzer, da wird so viel Scheiße rein vorkommen. Oh Mann. Und ich habe nicht vergessen, dass hier oben auch noch was ist. Wobei, das können wir an sich mal kurz machen. Ist ja nicht so viel, machen wir mal schnell, bevor ich es vergesse. Planet Soja. Bringen Sie Schusswaffen und Antihistamine mit. Das Rattenreiseführer für den Besuch der üppigen Gartenwelt Zoya. Zoya wurde 2160 erstmals kolonisiert und die gemäßigten und tropischen Zonen des Planeten sind überwucht mit Pflanzen und Pilzen aller Art. Als Resultat davon ist die Luft in den meisten bewohnbaren Gebieten voller Pollen und Sporen, deren Wirkung von harmlos bis tödlich reicht. Die verscheuchten Kolonien des Planeten haben ihren Lebensraum vollständig geordnet und betreiben Brandwirtschaft in den Zonen bewohnbar zu halten. In ländlichen Gebieten mit den dichtesten Sporenschutz leben nur Vorger. Aufgrund großzügiger ökologischer Gesetze können sich Minen und Industriegebiete bei gleichzeitiger Verschlimmerung und Umweltschmutzes billig vergrößern, zumal das freie Areal derzeit die Größe der Kolonien noch einmal vielfach übersteigt. Zoya ist außerdem die Heimat der Söldnerorganisation Blue Suns, die auch einen Großteil der Sicherheitskräfte in den Kolonien stellt.
Der Einfluss der Suns auf lokale Politiker und Richter ist nahezu unbegrenzt, womit gewährleistet ist, dass keine andere Privatarmee ökonomisch mit ihnen konkurrieren kann. In fast jeder Kolonie gibt es eine Rekrutierungsstelle oder sogar ein Ausbildungslager der Suns. Aber das hat den Planeten in keiner Weise sicher gemacht. Piraterie, Drogen, Prostitution und politische Gewalt gehören zum Alltag. Gut, dann haben wir diesen komischen Eintrag hier oben halt durch, der nicht beschriftet ist. Wir müssen wirklich noch diesen Scheiß hier unten machen. Okay. Sorry, dass es heute wieder kein interessanter Part war. Dafür haben wir ordentlich gerade gelesen. Dafür geht es in diesem Part direkt los. Bis dann. Tschüss.